So, meine Damen und Herren, wer wissen möchte, ob Ehepaare gegenseitig Gedanken lesen können oder wer wissen möchte, wie man, sagen wir mal, da im Spielcasino gewinnt, einfach indem man Gedanken liest, der sollte jetzt den Sessel näher an den Fernseher rücken, denn wir haben jemanden eingeladen, der Ihnen das erklären kann. Sie werden jetzt Dinge erleben, die Sie wahrscheinlich gar nicht für möglich halten. Und das liegt an einem Mann, der jetzt unser Gast ist, nämlich der Mentalmagier und Weltklasse-Zauberer Nicolai Friedrich. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke schön. Nicolai, Sie sind ein gefragter Mann. Sie werden demnächst nach Indien, zu einer Tournee nach Indien aufbrechen. Wie erklären Sie sich das oder erklären Sie es uns, dass die Inder so einen Spaß und so ein Interesse an ihrer Kunst haben? Also ich war da schon ein paar Mal. Ich habe über 80 Shows in den letzten 2 Jahren in Indien gemacht und denen gefällt so, dass sie wollen, dass ich immer wieder komme. Ja? Das hat mich dann erst auf die Idee gebracht zu sagen, ich kann ja auch hier in Deutschland auf Tour gehen, weil ich gemerkt habe, das funktioniert so toll in Indien. Und ganz ehrlich, ich gehe dahin, weil die das mögen, aber auch wegen dem Essen. Das indische Essen, was man dort grandios bekommt, das ist wirklich grandios. Und das kann man hier auch, also ich bin dann, gehe dann auch natürlich, versuch's auch, ich habe es vorher auch hier indisch, sehr gerne indisch gegessen. Aber wenn man mal da war, dann ist man sehr kritisch, was das angeht. Ja, ja. Ich kenne ganz gut Kalkutta und immer wenn ich erzähle, ich kenne Kalkutta, du kennst Kalkutta. Nein. Keine Ahnung, super. Es ist grandios. Ja, ist wirklich jetzt so. Ist es ja so, in Ihrem Metier, der eine zaubert Hasen aus irgendeinem Zylinder, der andere zersägt Jungfrauen. Genau. Sie haben sich jetzt auf was Drittes spezialisiert, Sie lesen Gedanken, Sie können Gedanken anderer lesen. Ja. Können das theoretisch alle Menschen? Also das ist nichts Übersinnliches. Also das ist zum Beispiel, wenn man jemanden wirklich gut kennt, zum Beispiel, wenn man lange verheiratet ist, dann, wie lange sind Sie verheiratet? Interessant. Jetzt fragen wir erstmal ihn. Das weiß ich. Wir sind 27 Jahre. Fragen wir Frau Lafer, stimmt das? Ja. Stimmt. Ja. Und ich weiß nicht, ob das Ihnen geht. Frau Lafer, Sie schauen Ihren Mann an und Sie wissen, was er denkt. Und der Herr Lafer? Ja, geht. Und der Herr Lafer schaut Sie an und hat keine Ahnung. Also erstmal. Ja. Es gibt so eine Verbindung, ja. Es gibt so eine Verbindung. Und ich würde die gerne mal zeigen. Bei 27 Jahren wollen wir mal gerade rübergehen. Ja, ich mache das sichtbar. Ich versuche das mal. Bitte hier nach drüben. Folgen Sie mir. So. Um diese mentale Verbundenheit sichtbar zu machen, müssen Sie sich jetzt frei machen? Nein, nur den Arm, nur den Arm. Herr Lafer, bitte auf diese Seite. Sehr schön. Frau Lafer, bitte auf diese Seite. Und ja, bitte den Arm frei machen, den rechten Arm, wenn es geht. Und genau, strecken Sie den Arm so aus, Frau Lafer. Schließen Sie die Hand zur Faust, fest schließen. Genau, perfekt, wunderbar. Herr Lafer, auch bitte, die Hand zur Faust, ein bisschen mehr Abstand noch vielleicht, was geht, so ist perfekt. So, die Fäuste aufeinander zeigen, ist perfekt. Atmen Sie jetzt gleichzeitig ein und aus. Versuchen Sie sich zu synchronisieren. Ein und aus. Genau. Sehr schön. Und Frau Lafer, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sozusagen auf einer Wellenlänge schwingen, dann dürfen Sie die Augen schließen. Stunden später. Ja. Herr Lafer passt auf Sie auf, seine Augen bleiben offen. Ja? Frau Lafer, achten Sie auf alles, was Sie spüren. Mhm. Frau Lafer, nicken Sie mit dem Kopf, wenn Sie gespürt haben, wie ich Sie mit der Feder am Unterarm berührt habe. Am Oberarm. Am Oberarm, genau. Können Sie uns mit dem Finger der linken Hand zeigen, wie oft Sie eine Berührung gespürt haben? Wie oft etwa? Zweimal, okay. Können Sie uns mit dem Zeigefinger genau zeigen, an welcher Stelle? Sie dürfen die Augen aufmachen. Frau Lafer, ich habe Sie nie berührt, ich habe nur Ihren Mann mit der Feder berührt. Stimmt das? Ja. Die Verbindung ist intakt. Sehr gut. Schließen Sie noch mal die Augen. Schließen Sie noch mal die Augen. Sie können die Hand nach unten nehmen. Ja, nach unten nehmen. Beide Hände nach unten. Frau Lafer, schließen Sie die Augen. Immer, wenn Sie das hier spüren, wenn Sie das spüren, nicken Sie mit dem Kopf, okay? Mhm. Oh. Ja, Frau Lafer? Ja, okay. Augen geschlossen lassen. Wenn Sie das spüren, mit dem Kopf nicken. Deutlich.
Es gibt Leute, die sagen, vielleicht guckt die Frau Lafer. Ja? Drehen Sie sich bitte mal mit dem Rücken zu uns. Herr Lafer, zeigen Sie uns jetzt eine Zahl mit der linken Hand von 1 bis 5. Mal schauen, ob Ihre Frau es schafft, diese Zahl zu empfangen. Frau Lafer, konzentrieren Sie sich, Sie müssen jetzt in Gedanken mitzählen. 4. Zeigen Sie es uns mit den Fingern. War 4, gell? Sie dürfen sich umdrehen. Ja. 4. Perfekt gemacht. Super gemacht. Vielen, vielen Dank. Ihr Applaus. Vielen Dank. Wunderbar. Kommen Sie zurück. Johann schüttelt den Kopf, weil er es nicht für möglich hält. Nee. Verbindung ist gut, das wird noch 27 Jahre gut funktionieren, glaube ich. Ja, da bin ich sehr guter Dinge. Ja. Jetzt, ihr wart beeindruckt beide. Ja, es ist wirklich, weil du einfach das nicht, das kann man nicht nachvollziehen, wie das zustande kommt. Jetzt hat der Mann ja noch anderes. Er geht gerne in Spielhallen, in Casinos. Wird man da besonders reich? Ist man da das Problem ist, also viele fragen mich, ob ich als mentaler Magier im Casino schummeln kann. Und ich sage immer ja, einmal geht. Öfter komme ich halt nicht rein. Ja. Ich will das mal demonstrieren. Ich habe als typisches Casino-Requisit einen kleinen Würfel dabei. Den gebe ich mal an Rolando. Darf ich den ja. Bitte, Rolando, würfeln Sie. Machen Sie so, wie bei Kopf oder Zahl. Und merken Sie sich die Zahl, die oben liegt, aber passen Sie auf, dass die Kamera noch nicht sieht. Ja? Nur Sie sollen sehen. Ja? Okay? Ja. Okay? Ja. Sie haben es gesehen? Ja. Dann schauen Sie mich jetzt an und zählen Sie bitte laut von 1 bis 6. Von 1 bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist die 6. Richtig? Zeigen Sie es uns? Ja! Ja! 6. Ja. 6. Wir machen es nochmal. Man kann jetzt sagen, okay, vielleicht ist das ein Würfel, der nur die 6 würfelt. Genau. Man kann sagen, vielleicht Orlando Villason, ein Glückskind, ja, der würfelt immer 6. Ja. Also bitte, nochmal machen. Ja. So, okay, wieder gucken, dass die Kamera das noch nicht sieht. Ja. Sonst denken die Leute, ich sehe das auf einem Bildschirm oder so. Okay, gut, bitte, Pokerface. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das war schon ziemlich schwierig. Noch einmal bitte. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 2! 2! 2! Richtig, ja. Kann man nicht erklären. Aber das kann ich doch jetzt nicht. Wie kann man das lernen, wenn es... Naja, also mentale Magie ist nichts Übersinnliches. Ich habe tatsächlich mit dem Zauberkasten angefangen und habe irgendwann gemerkt, dass es für Zuschauer ja viel verblüffender ist, wenn man sagt, zieh eine Karte, ich finde sie wieder raus. Es ist viel verblüffender, wenn man sagt, denk dir noch mal eine Karte und ich weiß die. Jetzt gehört zu einem Casino auch das Roulette. Ich glaube auch, wir können noch Roulette spielen. Wir spielen noch Roulette. Elias, ich würde Roulette spielen. Okay, pass auf. Du kennst ja, Roulette ist ja Zahlen von 0 bis 36. Ja. Stell dir mal ein unsichtbares Roulette vor, das dreht sich. Mhm. Hier ist die unsichtbare Kugel. Mhm. Ich werfe sie ein. Mhm. Und es stoppt bei einer Zahl. Mhm. Okay, zum ersten Mal. Verrat uns, welche Zahl. Die 18. Die 18. Konnte ich nicht vorher wissen. Mhm. Ich habe hier die ganze Zeit einen Umschlag in der Hand. Da drin ist ein Foto von einem Roulette-Tisch und es ist Nein! Die 18. Ja. Es gibt jetzt Leute, die sagen, okay, das hat er ihm vielleicht auch irgendwie angesehen und hat dann das schnell irgendwie umgetauscht. Nee, ich war relativ mutig. Ich habe vor der Show auf Instagram etwas gepostet. Und zwar vor der Show habe ich ein Selfie gepostet mit dem Elias, der hat es nicht gesehen. Schau mal, in meiner Hand steht geschrieben, Elias wird die 18 denken. Zoom noch mal ran, dass man sieht hier. Wir können alle auf Instagram nachschauen. Ja. Ich like's nachher direkt. Ja, bitte, ist cool. Aber das ist ja noch nicht alles. Jetzt sagt der Nikola ja, er kann mit der Kraft seiner Gedanken nicht nur, oder seiner Kunst nicht nur Gedanken lesen, er kann auch, ja, er,
er kann auch Material zerspringen lassen. Naja, also es ist ja so, und das ist kein Geheimnis, Gedanken können unglaubliche Kraft haben. Wenn wir etwas wirklich wollen, dann verändert das unsere ganze Wahrnehmung. Und deswegen sagt man auch, wenn man was wirklich will, geht es auch in Erfüllung. Man bleibt einfach auch länger dran. Und ich will jetzt mal versuchen, die geballte Macht und Kraft der Gedanken des ganzen Studios hier und auch die Zuschauer zu Hause dürfen auch mitmachen, hier sichtbar zu machen. Ich borge mir hier mal gerade ein Glas aus. Darf ich noch mal nachschenken? Ja, ja. Leer den mal aus. Und hier ist noch ein Glas. Glas hat die besondere Eigenschaft, dass es auf der einen Seite stabil ist. Ja? Richard, auf der anderen Seite aber Schwingungen Angst. Empfangen kann. Und vielleicht schaffen wir es mit der gesamten Energie, diesen Krug zum Schwingen zu bringen. Ich brauche jemanden, der sozusagen der Energie standhalten kann. Elias, hast du gerade noch mal Lust, mir zu helfen? Ja. Komm mit mir rüber, wir gehen da drüben hin. So, mein Mikro hängt ein bisschen runter. So. So. Elias, du hast ja, in Fakio Goethe stehst du ja einer, den Schülern gegenüber. Da ist man ja gewohnt, sozusagen Energie standzuhalten. Stell dich ruhig hier hin, halt den Krug so mit deiner rechten Hand. Und genau, so hier hinhalten. Perfekt. Alle jetzt hier im Publikum, reiben Sie Ihre Hände aneinander und schicken Sie Ihre gesamte mentale Konzentration zwischen Ihre Handflächen. Und wenn ich sage jetzt, machen Sie so und schicken die Energie auf diesen Krug. Ja? Vielleicht schaffen wir es, den Krug zum Schwingen zu bringen. Vielleicht kommt ein kleiner Ton bei raus. Ich habe auch schon mal einen kleinen Sprung gekickt. Mal gucken, ob es klappt. Also, volle Energie. Jetzt. Nee, nochmal. Konzentration. Rolando, was ist der höchste Ton, den du singen kannst? Holy shit, manchmal, aber jetzt nicht. Dann sing ihn in Gedanken, okay? In Gedanken. Schick uns diesen Ton in Gedanken. Jetzt. Volle Energie. Wow! Einfach volle Energie. Super. Danke dir. Ich habe bei dem Richard David Precht immer das Gefühl, wenn wir hier irgendwie, wenn es kleckst und fleckt und springt, dann rutscht er immer weiter nach hinten. Ich glaube, er hat ganz einfühlsam vorhin, als ich hier einen Klecks habe, sofort eine Serviette gegeben. Insofern, glaube ich, können wir ihn beruhigen. Wir haben noch einen kleinen, du hast noch einen kleinen Kartentrick. Nee, Karten habe ich jetzt nicht, aber ich würde mir was ausleihen. Ja. Würde mir was ausleihen. Vielleicht zwei Uhren. Hier, das ist eine sehr besonders wertvolle, glaube ich. Die können wir gleich nehmen. Ja. Ein bisschen gefunden. Es gibt sie wieder, versprochen. Es gibt sie wieder. Ja, aber eine Swatch nur. Also. Genau. Kurzer Uhrenvergleich. Hier ist jetzt, ja, wir haben jetzt, genau, wir sind etwas früher als in der Realität. Ja. Also beide Uhren sind aber gleiche Zeit, oder? Beide Uhren zeigen etwa, die zeigt 12 nach, die zeigt 10 nach. Etwa gleich? Ja. Mhm. Etwa gleich. Darf ich Sie bitten, halten Sie Ihre Hand bitte flach aus. Also ich zeige es doch mal so in die Kamera, kann man sehen. Beide 10 nach und 12 nach. Halten Sie Ihre Hand bitte flach aus und die andere Hand wie ein Sandwich drüber. Andersrum? Also so? Perfekt. Und die andere Hand drüber. Darf ich bei der Uhr die Krone rausziehen? Ja. Nur so ein Stück. Wenn man die rauszieht, stoppt die Zeit. Und man kann die Zeit der Uhr verstellen. Das hat mit Magie nicht viel zu tun. Ja? Mhm. Ich gebe Ihnen das jetzt. Drehen Sie einfach mal und stoppen Sie, wann immer Sie möchten. Aber ohne hinzuschauen. Mhm. Einfach drehen. Ja. Gut, wieder rein. Halten Sie die Hand flach aus, die andere Hand drüber. Bei der Uhr habe ich die Krone rausgeschraubt, gedreht. Sie haben gestoppt. Die Uhr habe ich nur am Armband berührt. Ich werde jetzt versuchen, auch die Uhr zu verstellen, aber ohne sie zu berühren. Und wenn ich gut bin, auf exakt der Zeit, bei der Sie gestoppt haben, ich gucke aber nicht hin. Achtung. Ja. Ja. Ich glaube. Erst bitte Sie, Herr Precht, was ist die Zeit, wo gestoppt wurde? Genau 11. Genau 11. Wahnsinn. 11, darf ich mal zeigen? Wahnsinn! Nee! Nicht nur ein Fröhlich bei der Materie.